Es geht Schlag auf Schlag. Wir haben hier den zweiten Teil der Lidl Feuerwerk Neuheiten Leaks und wir haben das komplette Sortiment vom Lidl insgesamt jetzt geleakt bekommen. Und hier sind auch wieder in dem Part einige Neuheiten dabei. Veko-Batterien, unter anderem einfach die Bloody Mary im Lidl. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, unglaublich schnell, wie das ganze Lidl-Sortiment jetzt einfach geleakt wurde. Wir sehen hier weitere Lidl-Produkte, unter anderem noch ein paar Nico-Neuheiten, Veko-Neuheiten und so weiter. Aber vorher würde ich euch ganz gerne nochmal darüber informieren, dass die Liste von einem Lidl mit Nico-Feuerwerk geleakt wurde. Höchstwahrscheinlich ist es dieses Jahr wieder so, ist nicht bestätigt, aber meine Annahme, die höchstwahrscheinlich richtig ist, dass es dieses Jahr Lidls mit Nico-Feuerwerk und ohne Nico-Feuerwerk geben wird, wie letztes Jahr. Und deswegen sind Artikel wie die Firefly zum Beispiel oder die Hellboy nicht in dieser Liste aufgeführt. Und deswegen, wenn die jetzt hinten dabei ist, nicht traurig sein, die kann zum Beispiel bei euch noch drin sein. Ich weiß ja, viele von euch mögen die Batterie extrem gerne. Aber ich würde sagen, bevor ich hier noch lange rumlaber, gehen wir direkt rein ins Video, wieder von dem Filialleiter auf TikTok. Und da würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal weiter die Liste an. Als erstes sehen wir nochmal die Stormy Flash, die letzte Batterie vom letzten Part. Und jetzt gibt es ja den Part 2. Unter der Stormy Flash haben wir die Game Changer von Nico, eine Neuheit. 111 Effekte sind das hier scheinbar. Ist sowas ähnliches wie eine Powerbox, würde ich sagen. Ist Kleinkaliber, nicht viel Effektmasse. Finde ich persönlich, muss jetzt nicht sein. Die Powerbox ist übrigens in der Liste nicht dabei. Das heißt, die wird höchstwahrscheinlich ersetzt dieses Jahr. Der absolute Klassiker. Und zwar gibt es nämlich eine neue Veko-Neuheit nachher noch. Die werde ich euch nochmal zeigen. Unter anderem auch mit der Bloody Mary. Also viele Veko-Neuheiten hier noch drin. Aber da gibt es auch eine Batterie, die höchstwahrscheinlich die Powerbox ersetzt. Die hier wird auf jeden Fall so ähnlich ausfallen. Verstehe ich nicht, warum man dann auch noch von Nico so eine reinbringt. Ja, dann haben wir als nächsten Artikel die Twister. Auch schon eine Neuheit vom letzten Jahr gewesen. Sind so Wirbel, die man auf dem Boden anzündet und hochfliegen. Auch ganz nett, dass die wieder dabei sind. Darunter das Leuchtspektakel auch wieder dabei. Wie jedes Jahr ein absoluter Klassiker. Was aber auch auffällt, das Feuerfeger-Sortiment ist rausgenommen. Das Jackpot im Aldi ist dafür noch drin, soweit ich weiß. Man sieht hier, die stimmen sich wieder ungefähr so ab, Lidl und Aldi. Ja, auf jeden Fall hier das Leuchtspektakel drin. Darunter haben wir dann die Double Crusher. Das ist eine Neuheit von Nico und zwar die Donnerröhren. Gefallen mir persönlich ganz gut, haben ein bisschen geilere Effekte und meistens auch ganz gute Zerleger im Vergleich zu den Double Flash. Hier ersetzen sie wahrscheinlich die Double Flash Bombenrohre in den Filialen, wo es Nico Feuerwerk gibt. Könnte sein, dass es in den anderen sonst die Version von Veko gibt. Darunter die Flashbang, absoluter Klassiker, kennen wir ja. Leuchten Sie mal bitte in die Ecke rein. Oh mein Gott, der fragt dich rum. Warum? 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 Ich verstehe das nicht. Darunter die kubischen Kanonenschläge, die ja höchstwahrscheinlich aus dem Aldi rausgenommen wurden. Man sieht hier auf dem Blatt, aber wir haben zwei verschiedene Ausführungen. Einmal noch in Plastik, wahrscheinlich die vom letzten Jahr, die übrig geblieben sind. Und rechts daneben die kubischen Kanonenschläge in der Papierverpackung. Diesmal in der 9er Packung, also wahrscheinlich auch ein Euro teurer, denke ich mal. Dass man da ungefähr mit der Preiserhöhung hinkommt. Übrigens meinte der Filialleiter auch, dass das Feuerwerk ca. 20% teurer wird, aber auch nicht viel mehr. Genau, darunter haben wir jetzt noch das Kracher-Inferno und das ist auch sehr interessant, das Böller-Sortiment. Jetzt hier nicht in der Papierverpackung, höchstwahrscheinlich gibt es das ja bei Aldi nicht, aber vielleicht auch doch in der Papierverpackung, das weiß man noch nicht so recht. Auf jeden Fall steht hier fest, das Kracher-Inferno wird es dieses Jahr im Lidl geben, also alle, die Angst hatten um die Böller-Sortimente, sind hier auf jeden Fall bedient. Darunter haben wir dann den Rising Colors Verbund, ein Neuheitenverbund. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so interessant, die ganzen Verbünde sind nicht so mein Drive, muss man sich ehrlich mal das Effektvideo anschauen eigentlich und dann wirklich beurteilen. Da gibt es auch mittlerweile super viel Auswahl beim Lidl, die haben echt aufgestockt, besonders dieses Jahr was Verbünde angeht. Scheinbar hat sich das echt gelohnt, da werden wir nachher noch ganz viele Neuheiten sehen und ganz viel weitere Verbünde. Unter dem Verbund haben wir dann einen weiteren Verbund und zwar den Time Machine, den kennen wir ja auch schon. Darunter dann noch den Showmaster, kleiner Verbund, haben wir auch schon gekannt aus dem letzten Jahr. Darunter dann Daybreak, 153 Schuss, teilweise im Fächer geschossen, sollte eine Neuheit sein. Ja, ein interessantes Design, auch wieder ein Verbund, also interessiert mich nicht so besonders. Schaut euch einfach das Effektvideo an, werdet ihr sehen zum Beispiel, wenn ihr die vorbestellen könnt und so weiter. Darunter dann die Starburst, auch ein Standardverbund, fand ich persönlich immer sehr schlecht. Und dann den Magic Dance Verbund, 82 Schuss, persönlich mir auch zu kleinkalibrig. Würde ich einfach nicht mitnehmen. Spotlight gilt genau das gleiche, finde ich auch echt nicht gut. Dann ein Kleinkaliberverbund, aber eine Neuheit von Nico Feuerwerk und zwar den Fantastic Sky Verbund. Ja, sind auch wirklich, wirklich kleine Kaliber, die wir hier haben. Ein bisschen verleitet, so eine Powerbox könnte das sein, so ähnlich wie eine Bloody Mary hier angeordnet, eine Batterie und eine Batterie im
ja, keine Ahnung, was es ist, 15-Schuss-Format, rund angeordnet. Mir persönlich wäre es viel zu kleinkalibrig und wahrscheinlich auch deutlich zu teuer, also den finde ich auch nicht wirklich interessant. Darunter die Uranus, auch ein Klassiker aus dem Lidl, kennt man ja. Darunter dann Infinity Fire und das ist wieder eine Neuheit von Weco, was mich persönlich sehr interessiert. Diesen Artikel konnte man ja auf der Spielwarenmesse von Weco schon sehen. Hat mich übrigens im letzten Video ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht, dass es schon ein paar Artikel, die wir letztes Video nicht benennen konnten, bei der Spielwarenmesse schon ausgestellt gab. Den hier auch, das ist die Hero von Weco. Gibt es leider noch gar keine Produktvideos zu, deswegen ein bisschen schade. Aber so wie das aussieht, eine kleine, vielleicht 8 Euro Batterie, 20 mm Kaliber, 36 Schuss, könnte sehr interessant sein. Auch wieder ein sehr schönes Design und darunter haben wir die Matrix. War letztes Jahr ein absolutes Preis-Leistungs-Monster. Ich fand die Charge extrem gut. Darunter auch eine Neuheit von Nico dieses Jahr, der Highway 180, einfach eine römische Lichterbatterie, 180 Schuss. Mir persönlich sind die Dinger immer zu teuer und ein bisschen zu unspektakulär, aber muss jeder selbst entscheiden. Darunter haben wir dann auch das Klassiker-Sortiment Bombette. Darunter Jewels of the Sky, war letztes Jahr, glaube ich, nur regional verfügbar. Auch wieder ein Klassiker, den es schon seit Ewigkeiten gibt im Lidl. Also wirklich wenig rausgeflogen, das fällt dieses Jahr auf jeden Fall auf. Darunter die Sky Shots, da waren ja, glaube ich, die Fantastic Four auch nicht aufgeführt im Aldi. Höchstwahrscheinlich in der Pappschachtel im Aldi, wie man ja munkelt. Hier auf jeden Fall die Sky Shots, das steht auch schon mal fest, dass es die dieses Jahr im Lidl gibt. Ich schätze mal zum alten Preis von irgendwie 4 Euro wieder. Und darunter noch ein Jugendfeuerwerksortiment, was es jedes Jahr gibt, das Pyromix for Kids. Darunter Party Animal gibt es auch jedes Jahr. Ein bisschen Tischbomben hier, ein bisschen Tischbomben da. Und eine Neuheit von Weco, und zwar die Flashback. Das ist auch die Powerbox-Alternative, die ich angesprochen hatte. Das ist eine Feuertopf-Kombinationsbatterie. Ich meine, das waren so Kometen mit ein bisschen Feuertöpfen dabei. Also eine, würde ich sagen, upgradete Powerbox. Bisschen mehr Spektakel dabei, mal was anderes. Finde ich cool, dass die hier so eine Neuauflage machen. Und wie gesagt, bei allen Neuheiten, das Design gefällt mir echt ganz gut. Bin sehr gespannt auf die Batterie. Und ich denke, ich werde die auch mal mitnehmen für vielleicht 6 Euro oder so. Da drunter verbirgt sich dann aber absolute Highlight bzw. die absolute Überraschung, die ich dieses Jahr gar nicht erwartet habe. Es gibt einfach den Klassiker Bloody Mary aus dem Kaufland, umgelabelt als Bloody Brilliant, hier im Lidl. Und das ist doch wirklich krass, Leute. Eine sehr schöne Batterie, hat eine gute Standzeit. Ich hoffe, nicht zu teuer. Vielleicht für 4,99 €, das wäre ein guter Preis. Bin sehr gespannt, wie teuer die wird. Hoffentlich günstiger als im Kaufland. Ich finde es sehr geil, dass die Batterie endlich da ist, weil Lidl ist ja immer ein bisschen günstiger als Kaufland. 4,99 € könnte ich mir da gut vorstellen. Und das ist doch mal wirklich eine absolute Überraschung. Das hätte, glaube ich, keiner dieses Jahr erwartet, dass einfach hier die Bloody Mary in den Lidl kommt. Auch wieder mit einem wirklich schönen Design. Und darunter haben wir auch noch eine Überraschung, und zwar die Alligator. Aber wer genau hinguckt, dem fällt auf, die ist ja im Quadrat angeordnet. Sonst war die Alligator immer so quer angeordnet quasi. Wir hatten 3 Reihen mit je 5 Schuss. Jetzt scheint es so, als wäre die so im Discovery-Design, beziehungsweise wie die ganzen anderen Batterien. Weiß ich nicht, warum man das jetzt gemacht hat. Vielleicht war es günstiger, einfach das zu verpacken oder so. Wer weiß, vielleicht wird die auch normal ausgeliefert und das Bild ist einfach falsch hier. Ich bin sehr gespannt, absoluter Klassiker, und werde die neue Charge von der Alligator auf jeden Fall mal nur wegen dem Design hier testen. Ja, darunter eine weitere Billigbatterie-Neuheit von Nico, und zwar die Magic Gin. Ich bin mir da wirklich nicht ganz genau sicher, aber es könnte sehr gut die umgelabelte Kolibri von Nico Feuerwerk sein. Das ist so eine kleine Billigbatterie, die hier vielleicht die Hellboy zum Beispiel ersetzt, die ja hier nicht verfügbar ist in dem regionalen Sortiment. Die gibt es zum Beispiel auch dieses Jahr neu im Aldi, die Kolibri. Ist auf jeden Fall da eine Neuheit, soll da ungefähr 3,50 Euro kosten. Könnte ich mir auch hier gut für 3,50 Euro vorstellen. Wäre ein wirklich guter Preis meiner Meinung nach in der heutigen Zeit. Wir haben Blinkeffekte mit einer ganz guten Standzeit, einer wirklich guten Ausbreitung. Auf dem Video sah das echt schön aus. Bin ich sehr gespannt auf die kleine Billigbatterie. Aber finde es schade, dass es hier nicht mehr Abwechslung gibt, wenn Lidl und Aldi sich da wieder in den Neuheiten so ein bisschen decken. Trotzdem ist das sehr cool. Ja, darunter haben wir dann noch die Discovery, auch ein absoluter Klassiker. Gibt es jedes Jahr. Schweizer Vulkane, auch sehr schön. Und wir sehen hier ganz rechts, wenn man genau hinguckt, einen neuen Vulkan, eine neue Art. Sehr interessant. Ich kann es nicht ganz genau entziffern. Es könnte Silberberg zum Beispiel heißen oder so. Keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich hoffe, das ist wirklich eine neue Sorte, weil die Vulkane kaufe ich schon seit Jahren. Jedes Jahr immer mindestens einen dabei. Wirklich geile Teile. Sollen ja nicht wirklich teuer werden, weil die ja in Deutschland oder in der Schweiz, glaube ich, produziert werden. Deswegen finde ich die neue Sorte hier sehr cool und hoffe, dass das mal ein bisschen Abwechslung reinbringt. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen dieses Jahr. Finde ich sehr cool.
Oceans of Light darunter, auch ein absoluter Klassiker, kennen wir und finden wir absolut langweilig. Darunter die Yin und Yang Fontäne, kamen zurück, waren ja eigentlich letztes Jahr raus, soweit ich weiß, sind jetzt wieder da, absolut schöne Fontänenbatterien mit einer Überraschung. Finde ich richtig, richtig, richtig geile Fontänen. Gefallen mir sehr, sehr gut. Darunter dann noch die Laserfontäne. Auch ein absoluter Klassiker. Wunderkerzen, Zauberlichter und noch ein fetter Verbund, The Legend. Jetzt kommen noch so ein paar Verbünde, die ich auch nicht ganz genau erwähnen werde. Das sind nun die ganzen Neuheitenverbünde aus dem letzten Jahr zum Beispiel. The Legend kannte man ja, kann man auch alles vorbestellen. Pure Magic. Wird alles teurer dieses Jahr, interessiert mich persönlich nicht so. Ich denke mal euch auch nicht so wirklich. Einfach Effektvideo anschauen, dann schauen, ob man sich das kauft. Und das war es dann auch wirklich mit dem Sortiment für Lidl von diesem Jahr. Das war ein regionales Sortiment, höchstwahrscheinlich, wie gesagt, hundertprozentig sicher, kann ich das noch nicht bestätigen. Trotzdem hoffe ich, dass es natürlich zum Beispiel die Firefly noch regional gibt und so weiter. Schreibt gerne mal eure Meinung zu dem Sortiment in die Kommentare. Ich bin richtig gehypt, die ganzen Lidl-Neuheiten, die hier rauskommen, es ist unglaublich. Die Prospektezeit ist wieder so richtig im Gange und dann würde ich sagen, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt und haut rein.